Schönen guten Morgen, hier ist Sarah Ede für Coffee to Watch. Wir stehen hier heute vor den heiligen Hallen des Mozarteums in Salzburg, wo heute der Projekttag Individuum Collectivum stattfinden wird. Was ist Individuum Collectivum? Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Projekt der Salzburg Biennale, dem Mozarteum und verschiedenen Schulen in Österreich, wo Lehrer und Schüler die Chance bekommen, künstlerisch Fragen zu beantworten, die sich mit Identität und Abgrenzung beschäftigen. Und zwar mit Text, mit Bild und vor allen Dingen mit Tanz. Was genau versteht man unter polyästhetischer Erziehung? Das ist eine ganz interessante Frage. Man kann zunächst sagen, eine Annäherung, um das zu verstehen, was dahinter steckt, ist, hier sind alle Künste vereint. Stellen Sie sich eine Bühne vor, da haben Sie Kulissen, da haben Sie Licht, da haben Sie Ton, da haben Sie Tanz, Schauspieler, also Sprache, Musik. Wir haben Kontakt über die Musikerziehung mit Herrn Hofbauer zu diesem Kongress bekommen und haben dann eben auch besprochen, ob wir da einen Beitrag machen können. Und da haben wir mit den 5. Klassen eine Idee entwickelt zum Kollektivum, also zu diesem Bandstück. Und das zweite Stück ist ein Solo von unserem Schüler Paul Salcher. Satz seine Botschaft erklären. Es lebe das Individuum, wäre am besten, das irgendwie so preiszugeben, ja. Ich habe ja schon im ersten Klasse-Gymnasium gestartet. Ich glaube, da denkt man noch gar nicht so an das. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich dieses Freifach gewählt habe, weil es mir wirklich eine super Möglichkeit gibt, mich selber auszudrücken. Ist es körperlich anstrengend? Klar, es ist stressig und dann auch zu tanzen und alles zu geben, was man hat, ist natürlich ziemlich anstrengend. Ja. Statisten in dem Fall, also bei dem Stück jetzt, obwohl die auch ein bisschen was tanzen, aber ich finde trotzdem haben wir eine ziemlich wichtige Rolle eigentlich, weil ohne uns, also ohne diese Masse, könnte er gar nicht zum Individuum eigentlich werden. Bühnenangst nicht zu haben, ist glaube ich schwierig. Vor der Aufführung hat man immer ein wenig, ist man aufgeregt, ob alles klappt und ob alles passt, aber dann beim Tanzen ist es wie verflogen, also es ist halt, dann verschwindet es und man ist frei sozusagen.
Alle diese Künste haben ja letzten Endes zum Sinn, dass sie Lebenswichtiges und Lebensbedeutsames ausdrücken. Und zu solchen übergeordneten Themen wie Individuum, Kollektivum versammeln wir alle diese Kräfte und gestalten ein künstlerisches und pädagogisches Symposium.